Ja, was ist da los? Da hört man ja Musik. Ja, hallo. Sind Sie von da? Ja, ich arbeite im Haus. Ah, gut. Ja, ich bin halt das erste Mal im Tölzer Heimatmuseum und habe jetzt da gleich irgendwie den Tölzer Schützenmarsch zuerst gehört. Und man denkt, da ich selber mit Zitter gespielt habe und jetzt auch gerne meinen Zitterlehrer, meinen ehemaligen, da an der Wand hängen habe, sehen. Und man dachte, ja, welcher der ist? Das ist der rechte, der Grase, der Rischsepp. Ah, von den berühmten Wegscheider. Ja, richtig, genau. Dieser Andreas Weiß, der da aus Mittenwald kommt, als Geigenbauer nach Tölz, hier sein Geschäft eröffnet, der war der absolute Freak. Also ich habe höchsten Respekt vor diesem Mann, hat wunderbare Instrumente gebaut. Andere Geige. Ja, was ist das? Das ist eine Nonnengeige. Schaut etwas komisch aus, gell? Schaut fast so brav und puristisch wie eine Nonne aus. Ja, und Kloster Holzberg, gell? Die Ramszell waren eher Männer, Holzberg Frauen. Ja, und da sind wir jetzt ja waren weg von der Seitenmusik. Das sind ja dann Blasinstrumente, Klarinette, so diese Tuba, ja. Horn. Genau, Naturtrompete, also sowas ähnliches wie eine Fanfare. Ja. Wo sind die Instrumente? Wie heißt das? Die Vögtle. Ja, genau, die kommen aus Peretzhofen oder wie man hier im Isarwinkel sagt, Peretzhofen. Aus der Schmitten, vom Schmied Vögtle. Und die haben seit mehreren Generationen eine Blasmusik betrieben. Also der erste Vögtle hat es gegründet. Ja, wer natürlich reinhört, oder? Das ist der Herr Gretner. Ja, unbedingt. Sondern im Tölzer Raum, mit dem Schützenmarsch. Ja, und der gehört einfach zu Tölz dazu. Auf der einen Seite natürlich als großer Musiker, als Komponist des Schützenmarsches, auf der anderen Seite war er aber auch Bürgermeister. Das finde ich auch ganz interessant. Man sieht ja da auf die alte Marschen, weil das ist ja jetzt mein Bezug zu Tölz. Ich habe ja ganz viele Aufführungen schon in der Lust gehabt und bin auch im Vorstand dabei. Und ja, wunderschöner Blick, den hat mir übrigens der Bürgermeister empfohlen, wenn ich mal ins Heimatmuseum gehe, dann soll ich mal da oben schauen, wenn ich schon mit der Lust in Bezug bin, da sieht man genau auf die Magenschübung. Ja, wunderbar, vielen Dank schon mal, ich bin jetzt in der Sauna gestolpert, die hätte ich glaube ich so erstens mal gar nicht gewusst und habe es auch noch nie so ausführlich mitgekriegt. Gern geschehen und ich könnte mir das auch empfehlen, so ein zweiter, die Ernst ist wieder. Sehr gern, mache ich gern, vielen Dank. Gerne. Sehr gut. Einen schönen Tag.